Ach so, das sind quasi dann Gebiete, die wir quasi befreit haben. Ah, jetzt macht es natürlich Sinn. Jetzt verstehe ich es auch. So, da gucken wir doch mal. Waffen gibt's denn jetzt hier fürs Sturmgewehr, ne? Andy, hier spricht Fairly Alpha. Andy, bitte kommen. Hat jemand was von Ihnen gehört? Ihr seht. Next Team? Das letzte Mal waren Sie in Entry. Wie soll das antworten Sie nicht? Der Schalldämpfer kostet 1000 und wir haben nicht genug Ressourcen dafür. Aber ich würde gerne wissen, was für Ressourcen ich denn dafür brauche. Ich verstehe es nicht. Für ein Upgrade reicht es auch nicht. Okay. Gut, vielleicht sollten wir noch ein bisschen... Aber apropos, Moment, ich muss da nochmal dran. Nee, wo war das jetzt? Moment, Equipment. Das ist Quatsch. Kleidung, Verbrauchsartikel. Gesundheitskit, genau. Davon kaufe ich mal 2 Stück. So. 2 Stück dürfen erstmal reichen. Was haben wir hier? Zielvorrichtung. Kombiniere Materialien, Bau- und Guerillawerkzeuge. Guerillawerkzeuge? Das hatten wir doch gerade. Wofür waren das nochmal? Ach, für gewisse Gegenstände und Türen und sowas, ne? Ja, ich lasse das mal. Können wir später immer noch machen. Ist jetzt nicht so schlimm. So. So, nächstes Missionsziel ist immer noch der Hackjob. Da müssen wir immer noch hin. Ich weiß, was du jetzt denkst, Brady. Aber es wäre verrückt, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Genau in dem Moment habe ich jetzt gerade so gedacht. Ich Motorrad fahren? Ich habe ja schon eindrucksvoll bewiesen, wie gut ich Motorrad fahren kann. Sollte vielleicht Anlauf nehmen. Oh Gott, kann ich hier eigentlich auch Licht anmachen? Ah, Tatsache. Oh, wie cool. Ja, Geronimo! Ja! Oh Gott. Von dort aus wird nicht nur Gas in die Tunnel gepumpt. Er fungiert auch als Auftank- und Wiederaufrüstungsstation. Ihn zu erobern wäre ein gewaltiger Schlag für die Aktivitäten der KVA in diesem Gebiet. Okay. Also, wenn wir den erobern, dann sind wir schon mal gut dabei. Frage ist natürlich, ihr seid Gegner und ja, da kommt schon jemand auf mich zu. Das ist natürlich super. Geil wäre natürlich, wenn ich den messern könnte. Ich weiß natürlich nicht, ob der hier rein... Der kommt wahrscheinlich nicht hier rein. Ja, doch, der kommt hier rein. Ja. Und der hat mich schon gesehen. Das gibt's doch nicht. Und die anderen sind natürlich in heller Aufreude. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? So. Na komm. Na komm. Hier ist noch eine Drohne links. Wo ist die? Da. Bevor die jetzt Hilfe ruft, mal eben ausschalten. Na, der kommt hier rein. Ich weiß es doch genau. Na komm. Na komm. Hol deinen Kollegen. Hä, wo sind die? Ach, da. Boah, ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob es extra so eine Shooter-Mechanik ist, dass man sich verbessert. Aber ich war ja so schlecht, war ich ja noch nie im Schießen. Oder ich werde alt. Habt ein Nachsehen mit mir. Ich werde alt. Bin ja schon überfordert, allein was für Möglichkeiten es gibt, hier mit den Waffen umzumodeln. Also die Waffen umzumodeln. Bin ich ja schon total überfordert. Okay, das läuft bisher. Wenn man sich so ein bisschen warm gespielt hat, geht's eigentlich. Also, ja, die ersten paar Shooter-Klamotten jetzt hier im Spiel, die ersten Fußtritte natürlich, waren natürlich unter aller Sau von mir, gebe ich zu. Bin natürlich ein paar Mal gestorben. Aber wenn man hier ein bisschen... Uah! Ich bin hier. Hier. Hier bin ich. Hat der mich nicht gesehen? Der ist doch glatt an mir vorbeigelaufen. So, warte mal. Den Typen loote ich auch noch eben ab. So, warte. Jawohl. So, hier ist zum Beispiel auch schon wieder so ein Empfänger. Den hätte man mit diesem Werkzeug
Hier mit dem Guerilla-Werkzeug könnten wir das hier hacken. Manche Terminals und Türen können sich mit Guerilla-Werkzeugen zum Hacken manipuliert werden. Ich weiß nicht, wofür diese Terminals sind, ob die dann irgendwas auslösen. Das müsste man mal ausprobieren, ganz... ja... klugscheißhafterweise habe ich natürlich ein Guerilla-Werkzeug nicht mitgenommen. Wer den denn erledigt? Okay. Ah, es erinnert mich ungemein an Terminator. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedensrechner zu entgehen, werden erschossen. Da unten. Da unten liefen gerade welche. Ich werde mal ein bisschen Hackengas geben und dann mal eben schauen, was muss ich hier was. Ah, ich muss hier, glaube ich, was machen. So. Nein, Sabotage. Achso, nein, für die Sabotage. Ich muss es ja sabotieren. Yeah! Wer will mich jetzt noch aufhalten? Fällt das Ding nicht um? Bidul-Manufaktur. Operationsbasis erreicht. Die gehört jetzt anscheinend uns. Weil die wurde von rot auf blau. Tatsache. Also das sind dann Gebiete, die geklärt worden sind. Die gehören dann zu uns. Hallo? Hallo? Ah, cool. Stützpunkt in unserer Gewalt können wir uns freier in der Zone bewegen. Oh, Alter. Hurra. Alpha, Tony spricht. Okay. Red weiter, Tone. Wir haben das Transportfahrzeug mit Walker verloren. Wir versuchen, die Spur wieder aufzunehmen. Scheiße. Okay. Solltet ihr ein Lebenszeichen bekommen, meldet ihr euch. Parrish möchte möglichst rasch Informationen. Alles klar. Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ah, da hinten müssen wir jetzt wieder hin. Ich mache jetzt erstmal diese Nebenquest, wieder bevor wir zur nächsten Hauptquest gehen. Alter, das spawnt nicht einfach mal irgendwo da x-beliebig zwischen so einem Regal und einer Leiter. Macht natürlich Sinn. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach übrigens, wir haben eine Nachricht am Handy, da gucke ich doch mal eben schnell. So, von Parrish. Brady, es gibt immer Dinge, die erledigt werden müssen. Siehe dir die Anschlagstafeln in den Unterschlüpfen an, um herauszufinden, was gerade verfügbar ist. Ich glaube, das hatten wir schon gelesen, ne? Kann das sein? Ja, er nickt auch. Je mehr Stützpunkte der KVA wir einnehmen, desto besser. Je weniger sie die roten Zonen kontrollieren können, desto mehr Raum haben wir. Ja, gut, macht natürlich Sinn. Ist quasi Basis für Basis wahrscheinlich freiräumen. So, dann gehen wir nochmal da hinten hin. Aber da waren wir doch, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Wir müssen ja daran hindern, dass sie das abfeuern. Aber da waren wir doch. Oder... So, zack, weg mit dir. Scheiße, sie haben sie abgeschossen. Das war bestimmt gerade auch schon so. Mist, da muss ich echt schneller sein. Wo ist der? Lauf nicht weg. Lauf verdammt nochmal nicht weg. Ich rede mit dir. So. Ah, Mist, also diese Nebenmission, Nebenaktivitäten, die spawnen natürlich irgendwann dann neu. Okay, da müssen wir irgendwie... ja, ist ja gut. Kann ich das abschießen, dieses scheiß Luftschiff? Wahrscheinlich mit dem Raketenwerfer. Ich muss verschwinden hier, ganz schnell. Ich muss verschwinden. Oh. Ai. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe! Jungs, Hilfe! Ich verstecke mich jetzt hier drin. So, ciao. Ah, wie cool. Das verliert mich dann. Ah, jetzt hat es mich natürlich wieder. Jetzt hat mich das Luftschiff natürlich wieder. Das sucht mich jetzt natürlich. Das versucht mich natürlich jetzt zu finden, das Luftschiff. Ist natürlich sehr geil gemacht, ne?
Das wartet natürlich jetzt hier an der Position. Kann er das nicht einfach abschießen mit dem Raketenwerfer? Ich verstehe es nicht. Das Luftschiff sucht mich jetzt natürlich. So, jetzt schnell weg hier. Da sind Gegner. Aua, Alter, was? Boah, was ist hier mal los? Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Hier ist ja... Boah, Alter. Hier ist voll die Action. Das ist ja unglaublich. Da fällt man auf einmal urplötzlich in so einen Krieg hier rein. Das ist unglaublich. Aua, Alter, was? Ich muss weg hier. Boah, wie geil das ist. Dass man einfach mitten in so einem Krieg jetzt reinfällt. Wo man eigentlich auf dem Weg zu so einer Quest war. Und du bleibst schön da. Und die anderen auch so mitkämpfen, finde ich schon total cool. Also das ist schon richtig authentisch, auch richtig geil gemacht. Also auch oben mit dem Luftschiff und so. Voll mega. Na, bleib. So. Mann am Boden? Was? Wo? Ja, von denen. Natürlich gucken, dass ich hier permanent Munition natürlich auch habe. So. Bisschen Lebensenergie nochmal nachtanken. Jetzt haben wir natürlich nur noch ein Package. Ja, ist mit der Lebensenergie, man muss ja echt drauf achten. Also das ist so... Nicht so Battlefield-mäßig oder Call of Duty. Man belebt sich wieder, ne? Nix da. Hier musst du noch selber drauf achten, ob du noch genug Leben hast oder nicht. Verdammt, jetzt stoße ich auch noch hier. Ich muss mal eben hier den... Mein Stuhl nochmal richten. Entschuldigt bitte, ich bin gerade nicht richtig am Sitzen. Also stoße ich mal permanent mit Armlehnen gegen den Tisch. Weil ich ja so dick bin. Bin da so eine fette Sau. Entschuldigung. So. So. Dann gucken wir doch mal. Aber wie geil das aber auch so designt ist alles, ne? Mit diesen zerstörten Häusern und so. Hey, ein Gesundheitspack, cool. Noch ein Gesundheitspack. Hey, geil, läuft. Cool. Läuft auf jeden Fall. So, ich werde nochmal die MP benutzen. Für den Nahkampf ist die, glaube ich, ganz, ganz geil. Guck mal da oben. Da sind noch Fässer. Die können wir dann nochmal runterholen. Wenn dann so ein Konvoi kommt. So, hier müssen wir jetzt hin. Alter Schwede. Boah, so ein altes Viertel hier. Krass. Und man kann hier in jedes Haus rein, ne, was man hier sieht. Also hier, da. Man kann in jedes Haus hier rein. Das ist auch nicht üblich für jedes Spiel. Gut, hin. Das kann man natürlich nicht rein, aber ansonsten... Das ist auch nicht so üblich, dass man in jedes Haus reinkommt, in Videospielen. Das ist untypisch. Aber für so ein Spiel erwartet man das schon. Guckt zum Beispiel GTA an. GTA ist ein riesengroßes Spiel, ein riesengroßes, klasse Spiel. Aber man kommt nicht in ein einziges Haus, außer in das eigene. Gut, vielleicht in ein paar. Nicht viele, aber die kannst du an der Hand abzählen. Naja, aber da hätte ich mir auch gewünscht, dass zum Beispiel bei GTA... Ah, guck mal hier. Dass du bei GTA viel, viel mehr Möglichkeiten hast, so in Gebäuden reinzugehen. Und dann vielleicht so eine Nebenquest hast oder sowas. Das habe ich mir schon mehr... Da habe ich mich schon sehr, ich sag mal, gefreut, was Watch Dogs anging. Watch Dogs hatte das zum Beispiel. Da konnte man auch ab und zu in Häuser rein. Das war natürlich super. Ich klapper natürlich jetzt erstmal jedes Haus hier ab, ob ich hier ein paar Ressourcen finde. Weil je mehr Medipacks wir haben, desto besser für uns natürlich. Und mir ist aufgefallen, es war eine Aufnahme, ich weiß, ich nerv schon wieder, war es doch sehr leise gewesen, was, den Sound anging und die Musik. Da war ich sogar lauter. Lauter. Heiner Lauterbach. Ja... Batterie ist voll. Okay, Chemikalien. Wir können ja mal... Achso, wie können wir denn nochmal... Ach genau, wir können ja hier... Ah, okay. Warte mal, R2. Wir können mal so ein Molly bauen.
Maximum erreicht. Wir können 4 Molotow-Cocktails bauen. So. Hier müssen wir hin. Dann wollen wir mal. Wir müssen klingeln. Hallo? Wir können es nicht riskieren, 6 Männer zu verlieren. Wir sind sowieso so wenige. Unterschlüpfe sind sichere Widerstandsbasen, in denen du Waffen kaufen und Ausrüstung wieder auffüllen und Jobs annehmen kannst. Außerdem dienen sie als Schnellreisepunkt. Ah, ist ja interessant. Okay. Dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht ein paar Sachen verkaufen können, wenn wir überhaupt was... Wir können es nicht riskieren, 6 Männer zu verlieren. Wir sind sowieso so wenige. Hier ist wieder ein Waffenschrank. Hallo. Was ist denn hier los? Was macht die hier? Ah, die füllt sich gerade ein Bier ab. Ist eine gute Idee. Da trinke ich auch gleich nochmal einen Schluck ab. Prost. Kann ich das ja jetzt heimlich in Aufnahme machen? Wir haben gar keine Wertsachen zu verkaufen. Ich frage mich, woher wir Wertsachen bekommen. Aber ich denke mir mal, das werden wir wahrscheinlich im Spiel noch erklärt bekommen alles. Also jetzt hier, wie wir das... Wie wir die Waffen erweitern können besser. Ah, hier sind die Anschlagsbretter. Schließe Aufgaben für den Widerstand ab und verdiene dir zusätzlich Geld. Ach, das ist ja cool. Guck mal, Reward. Das sind Ziele, die wir jagen müssen. Ah, das ist ja geil. Das ist ja cool. Erstmal alles klauen hier. Hallo, mein Freund. Kann ich denn... Ich schau mal eben. Belohnung 300. Besser als nichts. Am besten testen wir unsere neuen Waffen am lebenden Zielen. Zum Glück patrouillieren gegenüber davon in der Stadt. Patrouillieren genügend davon in der Stadt. Nehmen wir mal mit. So. Das ist deine Waffe. Die Nork-Einsatzteams werden da draußen richtig schießwütig. Wir sollten den Spaß mal umdrehen. Nehme ich auch mal mit. Was haben wir hier? Apex-Technologie, Belohnung bringt 300 Geld. Es lässt sich nicht leugnen, dass die KVA über beeindruckende Technologien verfügt. Wir müssen alles über sie in Erfahrung bringen, wenn wir sie besiegen wollen. Mach ein paar Schnappschüsse von ihren Seeker-Drohnen. Das klingt relativ einfach. Ich kann mir vorstellen, dass diese Missionen noch schwieriger werden. Das sind jetzt relativ einfache Missionen, weil das jetzt die ersten sind. Boah, Alter, hier jetzt so eine Handgranate rein. Das gibt ein ordentliches Feuerwerk. Und da schon wieder hier CryEngine-Auge. Achieved with CryEngine. Hallo, meine Freunde. Wie sieht aus? Was ist hier? Captain Picard? Ne, Professor Xavier, ne? Entschuldigung. So. Was macht die hier? Ja, bin ich. Wir vermissen eine Patrouille und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber warte noch einen Augenblick. Versuch Connor zu erreichen. Frag, ob er die Küste kontrolliert hat. Vielleicht haben sie sich verlaufen oder hängen wo fest. Wenn er Zeit hat, soll er sich ein Motorrad nehmen und nachsehen. Entschuldigung, Brady. Ich bin übrigens Ned Sharp. Ich kümmere mich um das Waffenlager hier. Aber wie ich schon sagte, ich habe eine Patrouille verloren. Sie sind einer Spur nachgegangen, die darauf hinwies, dass Walker verlegt werden würde. Sie sprachen von einem Konvoi, dann brach die Übertragung ab. Jede Information über...